Beruf, ich bin eigentlich Gastronom. Und ein bisschen Zauberer dabei, gerne mal Weltenbummler gewinnen. Und früh unterwegs in meinem Leben. Und das Leben muss Spaß machen. Nicht bloß mir, sondern auch meine Leute, die bei uns im Lokal sind und die ich verzaubern darf und im Feld der Magie entführen darf. Der Valtini Stadel, das ist eine Erlebnisgastronomie, ne, für Jung und Junggebliebene, das heißt von Maxl mit 5 Jahren angefangen bis zum Opa mit 95 Jahren, die ich verzaubern möchte und dann, wie gesagt, mal einen Tag oder mal ein paar Stunden aus dem Alltag rauszuziehen. Es wird immer schwieriger, aber es macht nach wie vor noch Spaß. Und die Stammgäste, die da sind, denen gefällt es. Und die versuchen wir auch zu halten. Durch das haben wir sie wirklich im Urlaub ein bisschen bespaßen, dass es wirklich gut geht und dass wiederkommen und andere mitbringen. Aber es funktioniert heute auch noch, genau wie früher. Nicht mehr so viel, aber es ist immer noch schön.